Woher kommt eigentlich all die Kunst bei den Leuten zu Hause? Manchmal gibt es ganz besondere Situationen. Dagmar Hegele hat ihre Kunst zum größten Teil geerbt. Auch eine ziemlich spezielle Situation, mit so viel Kunst aufzuwachsen und sie jeden Tag zu sehen und zu erleben. Mein Vater Rudolf Hegele, der Professor an der Stuttgarter Akademie war, hat mir dieses Bild vererbt. Aber nicht nur dieses, sondern tausend andere auch noch. Und warum habe ich jetzt ausgerechnet dieses hier ausgesucht? Ich mag die Farben, ich mag das Fröhliche und ich mag, dass es verschiedene Zugänge eröffnet. Es gibt diesen Plan, also der an Michelin-Karten erinnert, es gibt Landschaftselemente, es gibt Schrift. Und von jeder Seite aus kann man sich da einfinden, sich was ausdenken, was für sich selbst rausziehen und mitnehmen. Toll finde ich, wie Dagmar das Bild beschreibt. Denn das zeigt mir mal wieder eins. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Das Bild ist abstrakt. Es ist nicht gegenständlich. Es verweist auf ganz viele Dinge und es verweist auf all das, woran es euch erinnert. Und das ist immer richtig. Und Dagmars Vater war ja nicht nur Maler, sondern auch Professor an der Kunstakademie in Stuttgart. Moment, kann man jetzt Kunst doch lernen? Ja, vielleicht muss man sich an ihr reiben. Das ist nämlich schon anstrengend genug.